Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Text in ein Video zeichnen. Dazu benutze ich hier mal das Tool FFmpeg, speziell für die Videobearbeitung gedacht. Aber man kann natürlich auch Bilder damit verarbeiten und das möchte ich jetzt hier mal zeigen mit dem Bild t.jpg, was sich im Ordner Test befindet. Damit das bei den Beispielen etwas schneller geht. Bei den Videos würde es etwas länger dauern, deswegen benutze ich jetzt hier einfach mal ein Bild. Das geht natürlich auch mit den Videos. Und ich gebe ein FFmpeg-i für die Eingabedatei t.jpg. Dieses Bild möchte ich bearbeiten. Dann minus vf für den Videofilter. Und hier benutze ich den Videofilter Draw Text, um Text in ein Bild bzw. in ein Video zu zeichnen. Ich gebe hier an von File die Schriftdatei, und zwar diese hier. Und dann gebe ich den Text an mit Text ist gleich in Anführungszeichen Hallo Welt und dann kommt am Ende noch die Ausgabedatei t.png. Enter und hier ist die Ausgabe. Die Schrift ist ganz klein, die sieht man hier kaum. Ich kann ja mal hier die Lupe benutzen. Dann sieht man die Schrift etwas größer. Und da ist Hallo Welt. Es gibt natürlich auch noch mehrere Parameter und Optionen. Zum Beispiel kann man die Schriftgröße bestimmen, noch zusätzlich mit Font Size ist gleich zum Beispiel 60 Doppelpunkt. Enter. Und schon ist die Schrift etwas größer. Oder natürlich auch die Schriftfarbe mit Font Color, zum Beispiel hier mal Rot, Red, add zum Beispiel 1.0 Doppelpunkt, Enter und die Ausgabedatei mit einer roten Schrift Hallo Welt. Und mit X und Y kann ich zum Beispiel die Schrift oder den Text an eine bestimmte Stelle setzen. Mit X zum Beispiel X ist gleich 100. Doppelpunkt Y ist gleich 200. Doppelpunkt. Enter. Und schon steht Hallo Welt an einer anderen Stelle. X für die X-Achse und Y für die Y-Achse, also die Höhe. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.